Leute, was geht? Maro hier. Wir schauen uns heute den Weltturniermodus an, World Tournament Modus. Ich hätte nicht gedacht, dass der Modus so geil werden wird. Ich habe unfassbar viel Spaß dabei und wieso, weshalb, alle Infos, was da zu beachten ist und wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns in dem heutigen Video an. Freunde, ihr wisst, wie es läuft, wenn ihr neu auf dem Channel seid, gerne ein kostenloses Abo dalassen und Freunde, gerne den Discord-Server abchecken, weil da habe ich jetzt auch noch neue Kategorien hinzugefügt, falls ihr Gegner sucht, Mitspieler sucht, gerade auch für den World Tournament-Modus, Weltturnier, da man das Ganze offline als auch online spielen kann. Ich würde euch empfehlen, jedes Tournament einmal offline alleine zu machen auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad, weil es dann unfassbar schnell geht und ihr bekommt für jedes Turnier, was ihr das erste Mal gewonnen habt, das habe ich in dem Seni-Video jetzt via Kommentar nochmal abgeändert, aber ihr bekommt 160.000 Seni, wenn ihr das erste Mal ein Tournament gewinnt bzw. erfolgreich abgeschlossen habt. Ihr macht das Ganze offline auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad, bekommt 160.000 Seni und bekommt noch einen neuen Charakter freigeschalten, darunter Goku Teen, Super Gogeta Z, Frost, Anilasa und Pflanzenmann. Und ja, es sind insgesamt 6 vorgefertigte Stages. Man kann sich aber auch sein eigenes Turnier kann man auch erstellen und kann da sozusagen die verschiedenen Konfigurationen festlegen. Und da sind sehr, sehr, sehr interessante dabei. Zum Beispiel Zeitlimit, ob man fliegen kann oder eben nicht. Oder dass man zum Beispiel auch mit komplett random Charakteren startet. Ich habe im ersten Livestream alle Tournaments abgeschlossen und apropos Livestream, ihr wisst, wie es läuft. Ich bin jetzt aktuell täglich live auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Checkt das gerne ab, wenn ihr mal mit dabei sein wollt in so einem 8er-Tournament mit 8 verschiedenen Leuten. Es macht unnormal viel Spaß, also viel, viel geiler als Ranked, weil ihr einfach auch die Leute im Chat habt und wisst, wie das Ganze ist an Feedback. Alle mega respektvoll, alle immer GGs in den Chat, was sich halt natürlich auch gehört. Und wenn ihr da auf jeden Fall Bock habt, mal mitzumachen, schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Und ja, wir fangen an mit dem allerersten Turnier, Weltturnier, Leute. Was haben wir hier für verschiedene Konfigurationen? Was ist hier sozusagen zu beachten? Spielercharaktereinschränkung aus. Wir haben so gesehen ein Zeitlimit von 180 Sekunden. Und was hier halt ganz krass ist, ist die Niederlage im Aus. Das heißt, es gibt einen Ring-Out. Man muss den Gegnern nicht komplett Lebensbalken ziehen, sondern man muss ihn einfach nur aus der Stage werfen. Sobald er den Grasboden berührt, ist er draußen. Und das ist halt schon witzig, wenn du dann zum Beispiel so Armor-Charaktere wie Brody oder so hast, du den Gegner einfach wegwirfst mit einer Combo oder mit einem Sprintangriff und er ist sozusagen im Aus oder vielleicht auch verpennt zu recovern, hat er sozusagen verloren und ist draußen. Dann haben wir die Cell-Spiele und hier ist zum Beispiel auch krass, dass nur 20% des Maximums an TP nach einem Kampf erholt wird. Das heißt sozusagen, ihr recovert immer nur sehr wenig Leben, nur 20% von eurem Maximum an Leben und wie gesagt, ihr fangt halt unten an und wenn ihr im Finale seid, das ganze Leben, was ihr während den Kämpfen verloren habt, ist halt weg. Wird halt, wie gesagt, nur 20% recovered, alles andere ist weg. Und es ist ein Einzelkampftypus, genauso auch beim Weltturnier, heißt man kämpft da alleine. Beim Jenseitsturnier, das ist, würde ich sagen, das normalste Turnier, da hat man einen Einzelkampf und hat eine zufällige Karte, inklusive halt ein Zeitlimit und man hat eine vollständige Erholung. Also Jenseitsturnier, würde ich sagen, ist so am entspanntesten. Beim Turnier der Zerstörer, Freunde, auch sehr, 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 sehr krass, ist halt ein kompletter Teamkampf am Start. Das heißt, man geht bis zu 5 Charakteren rein. Wir haben die erste Runde gestartet und alle sind mit den schwitzigsten Schwitzer-Charakteren reingegangen. Also Team Cost over 9000. Aber da kannst du es halt bringen, weil es keine Team Cost gibt. Und du ballerst halt komplett rein, hast 600 Sekunden Zeitlimit pro Kampf. Dadurch, das brauchst du, weil die Kämpfe gehen unfassbar lang, weil du halt einfach mit einem 5er-Team am Start bist. Und du hast halt sogar noch eine komplette, vollständige Erholung. Beim Tournament of Power bzw. Turnier der Kraft hat man auch hier eine Niederlage im Aus, also einen Ringout und man kann nicht fliegen. Das heißt, man sinkt, man kann schon in die Luft gehen, aber man sinkt die ganze Zeit auf den Boden. Teamkampf ist an der Stelle auch an, heißt, geht auch ein bisschen länger, aber sind sozusagen die Tournament of Power Regeln, so wie man es kennt von Dragon Ball Super. Und Leute, mein Favorite Tournament Yamcha Spiele. Warum mein Favorite Tournament? Weil die Charaktere komplett random sind. Es ist ein Einzelkampf und es ist eine komplett zufällige Auswahl der Charaktere und das heißt, es ist einfach unfassbar skillbasiert, weil du kriegst und glückbasierend natürlich, was für einen Charakter du bekommst, aber es ist einfach komplett zufällig. Und ich finde das sehr, sehr geil gemacht, die verschiedenen Arten von den Tournaments. Glaub mir, gerade für den Online-Modus, wenn ihr vielleicht auch in einer Gruppe seid von bis zu
4 oder 8 Leuten, ihr könnt auch sozusagen die offenen Slots auch mit CPUs oder NPCs, sage ich jetzt mal, mit Bots füllen, wenn ihr zum Beispiel noch irgendwie ein paar Leute zu wenig habt. Aber ich kann es euch wärmstens empfehlen, zum einen auf jeden Fall mal offline auszutesten, alles mitzunehmen, die ganzen Belohnungen, knapp 1 Million Seni, 6 neue Charaktere, die ihr vielleicht noch nicht freigeschalten habt. Und an der Stelle natürlich auch das Ganze online auszuprobieren. Macht unfassbar viel Spaß und ich muss auch sagen, dass die Serververbindungen, also wir hatten das gestern, wir hatten das im Stream um die 2-3 Stunden gespielt. Ich hatte einmal einen kleinen Aussetzer, sage ich jetzt mal, wo ich irgendwie rausgeflogen bin. Es gab da einen Fehler, aber sonst lief alles flüssig und das ist, finde ich, gerade für so einen Achtermodus. Und das ist gerade für einen Modus, wo bis zu 8 Leuten am Start sind, eine sehr starke Leistung an sich. Ich will jetzt noch ein bisschen abwarten, bevor ich das Ganze krass lobe, was den Online-Modus angeht, bis das Wochenende da ist, weil ich glaube, da wird auf jeden Fall der Traffic definitiv hoch sein. Und da will ich noch ein bisschen abwarten, aber bisher online-technisch, es läuft alles flüssig. Es macht unfassbar viel Spaß. Tournament-Modus, geiler Modus. Checkt ihn auf jeden Fall ab. Ich weiß, die meisten von euch sind wahrscheinlich mit der Story beschäftigt. Falls ihr schon gezockt habt, lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr dazu sagt. Und wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Macht's gut, haut rein. Euer Mao Haki. Ciao.